Guten Morgen, es ist Sonntag, der 20. Oktober und ich bin auf dem Weg nach Lübeck zum Stadtwerke Lübeck Marathon. Da laufe ich allerdings kein Marathon, auch keinen Halbmarathon, sondern nur die 10 Kilometer. Und mein Ziel ist es diesmal, also eigentlich wie immer, besser zu sein als beim letzten Mal. Das heißt besser als letztes Jahr auf jeden Fall. Da bin ich 47:30 oder irgendwas gelaufen. Und ich will auf jeden Fall auch meine Zeit vom Schwedenlauf verbessern. Das waren irgendwie 47:19, glaube ich. Kann ich ja mal einblenden. Ja, also Wunsch wäre eigentlich 47 Minuten. Wäre ein Traum. Noch träumiger wäre allerdings 46 Minuten und 59 Sekunden. Einfach weil, dann bin ich unter 47. Wäre schön. Also ich bin jetzt ja quasi 47 und dann wäre ich zumindest von der Laufzeit und der 47. Wäre schön. Ja, wettertechnisch geht das heute. Dank globaler Erwärmung sind das irgendwie heute wahrscheinlich 18 Grad. Finde ich super. Mal sehen. Ich warte jetzt hier gerade auf den Mann einer Kollegin, der mich mitnimmt. Der läuft den Halbmarathon. Und das mache ich nächstes Jahr auch. Also ich werde nächstes Jahr, wie ich ja schon gesagt hatte, mehr Halbmarathons laufen. Weil ich das einfach will. So mein Ziel. Mal sehen, ich warte jetzt hier noch kurz ein bisschen und genieße mich selbst. Wir sehen uns gleich wieder in Lübeck. Peace. So schnell geht das. Jetzt sind wir in Lübeck. Meine Startnummer. Von vorne wie von hinten. 3113. Bin gespannt. Es gab noch was dazu. Corny. Und ein Lolli. Ziel, wie gesagt, 47 Minuten ungefähr. Und ich baller mir gleich noch eine ganze Packung Traubenzucker rein, damit das was wird. Naja, mal sehen. So sieht es hier aktuell aus. Es füllt sich langsam. Und irgendeine Familienstaffel startet auch schon. Aber mein Lauf geht erst in ungefähr einer halben Stunde los. Und deswegen mache ich mich gerade ein bisschen warm, auch wenn es nicht danach aussieht. Aber ich war gerade schon ein bisschen laufen. Und ich teste mal so ein bisschen, ich sag mal, anders zu laufen, also anders aufzutreten. Also nicht als Mensch, sondern beim Laufen. Weil sonst, ich bin vorher immer auf den Hacken aufgekommen. So, wenn man geht ja über die Hacken und rollt dann ab. Das ist beim Laufen gar nicht mal so gut. Das hat mir der Daniel, mit dem ich hier bin, gerade ein bisschen gezeigt. Darauf werde ich demnächst mal ein bisschen achten. Und man wird dann auch schneller, hat er mir gesagt. Das ist mein Plan. Und wenn nicht, dann bin ich halt sauer. Aber egal. Das wird schon. Ich dehne mich jetzt noch ein bisschen und laufe noch ein bisschen. Und dann gucken wir mal, wie es da so ausschaut beim Stadtwerke-Marathon in Lübeck heute. Da hinten war ich im letzten Jahr übrigens auf Klo und habe mich umgezogen. Nur mal so als Erinnerungsfetzen. Also wie man sieht, hier schon ganz schön viel los. Es geht auch gleich los, 10 Minuten bis zum Halbmarathon. 20 Minuten, glaube ich, bis zum 10 Kilometer Lauf. Also meiner. Aufregend. Wie bei jedem Lauf. 10 Minuten noch. Beim Halbmarathon waren mal eben 1000 Leute dabei. Also schon ein bisschen, ist eine Ansage. Und bei den 10 Kilometern schätze ich mal so 300, 400. Keine Ahnung. Da falle ich auf jeden Fall auf, wenn ich scheiße laufe. Und dann geht das nämlich gleich über in den gemeinsamen Countdown. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und go! Ja, und somit herzlich willkommen zu einem neuen Audiokommentar auf dieser Blu-ray, auch bekannt als Stadtwerke Lübeck Marathon 2024. 10 Kilometer, wahnsinnig viel los, wie man sieht. Da waren im Endeffekt 711 Läuferinnen und Läufer dabei. Also irre. Das ging durch die Altstadt. Ach ja, Handy World kennt jeder. Nur mal kurz was zu dem Laufding, was ich da erzählt hatte. Also ich habe mir ja quasi abgeguckt, dass ich nicht mehr über die Hacken laufe, sondern eher mit dem Mittelfuß auftrete. Das soll so ein ganz gesunder Mittelweg sein, weil der Mittelfuß, Mittelweg,
denn die Schuhe, die ich habe? Achso, hier links übrigens. Schöne Kapelle. Überall Musik ist also wirklich fantastisch. Also überall Motivation an allen Straßenseiten. Das macht so einen Lauf aus. Und hier nochmal die schöne Altstadt. Ja, die Schuhe, die ich habe, die Okas, die haben so eine weiche Sohle am Hacken. Und das fand ich beim Laufen immer so ein bisschen komisch, weil ich immer auf dem Hacken aufgekommen bin. Und es rollte sich so ein bisschen merkwürdig. Und da meinte Daniel halt, die Schuhe, die sind ja, achso, hier 440er Peso in der Werbung, das sieht man sie nicht. Schon 3 Kilometer. Fast 4. Ja, das war das Wort zum Sonntag, fast 4 Kilometer. Oh Gott, die Schuhe, ja. Die federn so ein bisschen, deswegen ist es gut, dass man mit dem Mittelfuß aufkommt und dann springt man so leicht, übertrieben gesagt. Also die federn so ein bisschen und helfen beim Laufen, beim schneller werden. Naja, das ist hier so eine Stadtautobahn und da kommen auch schon die ersten Leute wieder zurück, weil hier ist die Wasserausgabe, die ich ignoriert habe, weil ich irgendwie komplett so beim Laufen war und ich wollte nicht anhalten. Und ach, da kam auch noch einer zurück. Ah ja, hier. Da kam es mir irgendwie auch mal so vor wie 1989, weil auf einmal kam die Wende. Wäre ich weitergelaufen, dann hätte ich die Halbmarathonstrecke geschafft. Aber naja, wäre Blödsinn. In diesem Jahr noch nicht, nächstes Jahr. Was ich mal kurz zeigen wollte, da vorne diese Truppe, die einen wirklich geil angefeuert hat. Moment. Das ist schon geil. Also viele fragen immer, warum läufst du bei sowas mit? Warum gibst du Geld dafür aus? Genau aus diesem Grund, weil Massen an der Straßenseite stehen, einen anfeuern. Und es gab in diesem Jahr auch die Namen unter der Laufnummer. Das heißt, teilweise wurde man auch mit dem Namen angefeuert. So, Gegenverkehr. Da sind hier schon die letzten 2 Kilometer wieder. Das ist nicht das Holstentor, sondern irgendein anderes Tor. Sehr schöne Architektur übrigens. Also Lübeck ist schon schön. Fast genauso schön wie Wismar. Und ja, wie gesagt, die letzten Minuten. Ich habe viel mehr gefilmt, aber ich wollte das jetzt nicht ewig in die Länge ziehen. Und hier ist auch nochmal so eine Truppe mit Schlagzeug und wie gesagt, überall Leute, die angefeuert haben, die einen motiviert haben. Und das war einfach toll, also grandios. Das sollten noch so fast die letzten paar hundert Meter sein. Da kommen ständig immer irgendwie so Staffelläufer entgegen. Was kann ich glaube, 4x2,5 Kilometer oder 4x10? Nee, keine Ahnung. Irgendwo stand hier auch so ein kleiner Junge, der hatte so ein Power-Up-Schild. Da habe ich angefasst, ich habe es nicht gefilmt, aber ich habe mich da vielleicht noch ein bisschen gestärkt gefühlt. Also wie gesagt, das ist Wahnsinn. Und überall Leute, schon ein bisschen mehr los als in Wismar. Ah ja, hier. Da war der Moment. Die letzte Kurve ging nochmal ein bisschen berghoch und hier habe ich schon irgendwo hinten die Uhr gesehen. Und in dem Moment, in dem ich um die Ecke kam, klappte die Uhr quasi um auf 46 Minuten und dachte mir, geil, das schaffe ich. Ich schaffe es unter 47 Minuten. Ich habe noch ein bisschen Gas gegeben. Kann man sich denken, da vorne ist so ein Teddybär, ehrlich, Dings, Typ. Und ich bin halt immer drauf zugelaufen und war so glücklich. Unter 47 Minuten. Zeit und Ziel angekommen. Und ja, das war der Lauf. Da ist irgendwie noch umgekehrt. Na, dann habe ich meine Medaille irgendwann gekriegt. Und also, da ist er. Dazu gab es noch ein Erdinger alkoholfrei und irgendwie so ein Dextro-Zeug. Und ja, und das war's. Also, falls es irgendwie runtergegangen ist, ich glaube, ich habe eine neue Bestzeit. Ich glaube, ich bin eine neue Bestzeit gelaufen. Das erfahre ich gleich. Ich hole mir mal eine Wohnkunde. Das ist 46,25. Das ist gut. So, wirklich, hier nochmal schwarz auf weiß. Schwarz auf gelb, wie auch immer. 46,25, wirklich, also eine Bestzeit. Ich freue mich. Eigentlich freue mich ein wenig. Platz 90. Ich glaube, letztes Jahr war ich Platz 99. Und Platz 9 in meiner Altersklasse. Das ist gut. Also ich habe nachher ein bisschen Gas gegeben, wie man wahrscheinlich gesehen hat. Also, ach, geil.
46 Minuten. Ja. So, ein großer Schnitt. Auf einmal bin ich in Wismar. So schnell geht's. Ich habe nicht mehr weitergefilmt irgendwann, weil ich ständig gefragt wurde, wo man die Medaillen, die Urkunden drucken kann. Weil ich meine ja schon hatte. Ich muss die nochmal zeigen. Also wie gesagt, nochmal Bestzeit bisher für mich. 46 Minuten, 25 Sekunden. Irgendwann würde ich gerne mal die 45 laufen. Aber erstmal reicht das. Ich möchte halt gerne mehr Halbmarathon laufen. Weil ich glaube, das ist ein bisschen fordernder und das brauche ich. Nochmal kurz ein paar Eindrücke von dem ganzen Drumherum. Also das war wirklich super organisiert. Wahnsinnig viel los, wahnsinnig viele Menschen. Da gab es auch diverse Staffeln, noch Staffelläufe und was nicht alles. Also wirklich irre viel los und alles sehr geil organisiert. Hier ist meine Urkunde nochmal. Da. Und meine Medaille. Ich finde das übrigens gerade passend, dass ich die Abschlussworte hier vor den Stadtwerken Wismar mache, weil das ja Stadtwerke Lübeck-Marathon war. Und Lübeck und Wismar sind Partnerstädte übrigens. Also schon ein bisschen witzig, ne? Mal danke an Daniel fürs Fahren, wenn du das siehst. Ich finde gerade kein windstilles Örtchen. Oh, jetzt ist der Wind weg. Ich weiß auch gar nicht, was ich großartig noch sagen soll. Es war auf jeden Fall ein schöner Lauf. Neue Bestzeit. Neue Ziele. Und noch irgendwas? Nee. Ich denke mal, das war's auch für mich. Ich werde mich jetzt auf die Couch hauen. Dann gibt es nachher Abendbrot, also wahrscheinlich wieder Nudeln. Die gab es gestern schon, war übrigens eine super Idee. Ich habe gestern einen riesen Berg Nudeln gegessen. Extra als Vorbereitung für den Lauf heute. Danke an meine große Tochter, die mir das Essen gemacht hat. Heute mache ich dann mal Essen für alle. Und wahrscheinlich halt wieder Nudeln. Um die Kohlenhydrate ein bisschen aufzufüllen. Vielleicht gibt es auch ein bisschen Schokolade. Das dazu. Meine Arm tut weh. Da werde ich mal demnächst mal zum Arzt gehen. Deswegen muss ich die Kamera entweder mit der rechten Hand halten oder ausmachen und nach Hause gehen. Ich entscheide mich für Kamera ausmachen und nach Hause gehen. Füße hoch, bisschen entspannen und gucken, wo ich im nächsten Jahr, bei welchen Halbmarathons ich im nächsten Jahr mitlaufen kann. Weil, falls ich das noch nicht erwähnt hatte, ich möchte im neuen Jahr viele, viele Halbmarathons laufen, weil das toll ist. Und weil ich eine neue Herausforderung brauche, bis ich 50 bin, weil darum. Also in dem Sinne, ich finde das total affig, dass Leute immer so im Moderat laut machen müssen. Aber naja, wer einen kleinen Penis hat, der muss das halt machen. Ja, in dem Sinne, ich gehe jetzt nach Hause. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Wahrscheinlich geht es da nicht um Laufen oder wahrscheinlich doch, aber wahrscheinlich geht es eher nicht um einen Wettbewerb, sondern nur um. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Einfach mal reinschalten. Jeden Sonntag. Irgendwann. Also jeden Sonntag, wenn ich ein Video hochlade. Ansonsten nicht jeden Sonntag. Ach Gott, wie auch immer. Schönen Tag. Bis bald. Tschüss.